Die Ukraine scheint sich in den letzten Kriegstagen nun verstärkt der Krim zuzuwenden. Wie würden Sie die dortige Vorgehensweise Kiews beschreiben? Nun, Kiew kann mit westlicher Bewaffnung tatsächlich sehr viel an Nachschublinien, an Munitionsdepots, an Flughäfen, an Treibstoffbehältern vernichten, aus der Distanz, aus mehr als 300 Kilometer Distanz, und kann damit die militärische Operationsfähigkeit der russischen Seite im Süden der Ukraine deutlich schwächen, vor allem in der Region Cherson. Und auf die Region Cherson richten sich auch die Hoffnungen einer ukrainischen Gegenoffensive. Hier sollen russische Truppen wieder zurückgeschlagen werden aus einem Gebiet, das sie relativ rasch nach Kriegsbeginn eingenommen haben. Also es verunsichert die russische Seite, es verunmöglicht der russischen Seite bestimmte Operationen und er schafft vor allem eine Unsicherheit unter der Bevölkerung der Krim. Der Anspruch auch von Selenskyj auf die Krim, der ist ja damit auch klar dokumentiert. Was wäre denn, wenn Sie jetzt auch das Wort Verhandlungen schon in den Mund genommen haben? Die Ausgangssituation von einer solchen Verhandlung würde aus ukrainischer Sicht heißen müssen, dass auch die Gebiete von 2014 zurückerobert werden können. Ganz danach sieht es ja dann derzeit doch dann nicht aus. Nun, Selenskyj war sich nicht immer einig, was er denn als Kriegsziel definiert. War es nur die Forderung nach der Rückkehr zum Status quo ante, also zur Situation vor Kriegsbeginn? Oder sollten die russischen Truppen doch aus dem gesamten Territorium der Ukraine entfernt werden, auch von der Krim? Jetzt in den letzten Monaten ist das Kriegsziel, die völlige Entfernung russischer Truppen von ukrainischem Territorium. Aber das militärisch zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem Angriffe auf die Krim würde Russland wohl mit einer großen militärischen Eskalation des Krieges beantworten, bis hin zu einer möglichen Drohung mit dem Einsatz von nuklearen Waffen.